Ein wunderschönes herzliches Willkommen zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Eine Weile ist es her und wir sind ja jetzt noch mitten in der Urlaubszeit, aber so kann ich euch wenigstens ein paar Videos präsentieren. Und heute soll es um die Drevo Calibur Tastatur gehen. Die gibt es nämlich jetzt offiziell auch im deutschen Design. Zur Erklärung, ich suche eine Tastatur, die schnurlos ist und gleichzeitig mit Kabel verbunden werden kann und nicht so klopsig wie meine Logitech-Tastatur. Und da bin ich auf die hier gestoßen. Was daran so besonders ist, dazu kommen wir gleich. Schauen wir uns erstmal die Verpackung an. Leider hat der Amazon-Bote die nicht so ganz sauber rübergebracht. Schauen wir mal. Drevo war so freundlich und hat mir die zugeschickt. Und dafür erstmal herzlichen Dank. Jetzt schauen wir uns aber wirklich die Verpackung an. Drevo Calibur Black Red Switch und deutsches Layout. Das ist nämlich das Besondere. Die gab es bis vor kurzem nur im englischen Layout. Hinten ist weiterhin alles auf Englisch. Jedenfalls haben wir hier noch so ein paar Features stehen, dass wir eine LED-Beleuchtung haben. Wir haben eine Bluetooth-Verbindung über 1,5 Meter. Ist der Akku in der Tastatur innerhalb von 2 Stunden aufgeladen, hält dann 20 Stunden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die allerdings auch mit einem Kabel anschließen. Machen wir das Ganze doch mal auf. Das ging ja fix. Schauen wir doch mal rein. Und ich merke schon, der ist schon ganz schön heavy. Aktuell kostet die Tastatur übrigens 59 Euro bei Amazon. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir jetzt enttäuscht werden oder nicht. Machen wir den Karton auf. Oben haben wir liegen ein Manual. Alles in Englisch gehalten, also Englisch solltet ihr auf jeden Fall mitbringen. Und hier haben wir auch schon die Pairing Instruction für Bluetooth. 3 Profile werden sogar unterstützt. Also das heißt, ihr könnt euch mit 3 Geräten gleichzeitig verbinden. Das ist ja nice. Also ihr könnt hier auch Lightning Effects einstellen. Ihr könnt hier volles Backlight einstellen. Effekte einstellen. Snake Marquee, Wave Mode, Ripple Mode. Aber das werden wir uns gleich angucken, wenn die mal angeschlossen ist, die Tastatur. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Wenn die wirklich hält, was sie verspricht für 59 Euro, dann kann es ja eigentlich nur noch an der Verarbeitung scheitern. Hier haben wir so einen Garantieschein für Customer. Free Shipping Worldwide. Okay. First Blood. Aha. Apple-like Aufkleber von Drevo. Und nochmal eine Servicekarte. Gut. Haben wir das auch abgehakt. Hier greifen wir dann schon mal zum USB-Kabel. Und das ist ein Standard USB-Kabel. Das ist jetzt nichts irgendwie mit USB-C oder so. Hätte man vielleicht noch machen können. Aber ich denke mal, das ist auch so ein bisschen den Kosten geschuldet. Und dann kommen wir... Was ist das denn? Hä? What the fuck? Ist das vielleicht was zum Tastaturreinigen? Also ich meine, da denken ja die wenigsten Hersteller dran. Das finden wir aber bestimmt noch raus. Kommen wir doch mal zum eigentlichen der ganzen Schäse. Und zwar zur Tastatur, wollte ich gerade sagen. Aber da haben wir hier auf jeden Fall schon mal einen Tastaturschutz dabei. Sowas gibt es auch nicht mehr so oft bei den Tastaturen. Und wir kommen zur eigentlichen Tastatur. Die hat schon ganz schön Gewicht. Das ist ja jetzt überraschend. Also für 60 Euro, schauen wir mal. Ich werde übrigens, wenn mir irgendwas nicht gefällt, das natürlich sagen, auch wenn mir die Tastatur bestellt wurde. Okay, hier haben wir nur so ein bisschen Schaumstoff. Tastatur in einem stilistischen Plastikbeutel. Und hier haben wir das gute Teil. Also ich habe mir die Amazon-Bewertung vorher durchgelesen. Bisher gibt es nur 6 Bewertungen. Aber die waren alle durchweg positiv und die waren alle sehr überrascht von der Verarbeitungsqualität. Und das will ich mir jetzt natürlich nochmal angucken. Es ist eine mechanische Tastatur. Wenn wir jetzt hier mal klicken. Die ist natürlich nicht hardcore gedämpft oder so, aber die hatten krassen Tastenanschlag. Also die Tasten springen auch sofort zurück. Die macht auch was her. Also die ist, kann man nicht so leicht verbiegen. Das hier ist sogar Aluminium. Das ist nämlich leicht kalt. Meine Herren, ey. Ich bin jetzt positiv überrascht. Das Einzige, was ich vermisse, ist ein Bluetooth-Adapter. Irgendwie. Ich denke mal, Drevo wird davon ausgehen, dass man den selbst einen hat. Entweder hat man ja ein Notebook oder ein iPhone, damit soll es nämlich auch funktionieren. Also ich bin jetzt erstmal überrascht. Wie die sich dann natürlich schlagen wird, das werden wir dann gleich sehen, weil ich gehe jetzt mal rüber zu meinem PC, baue da mal alles auf. Vergleichen tun wir das dann auch mal mit einer Logitech G910. Das ist ja eine mechanische Tastatur mit Softtasten für 139 Euro. Und mal sehen, wie die sich denn schlagen kann. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt und bin bis jetzt positiv überrascht. Mal sehen, ob wir noch enttäuscht werden können. Und damit herzlich willkommen hier bei meinem Testaufbau zwischen meiner Logitech G910 und der Drevo Calibur. Und ihr seht schon, das ist schon ein großer Unterschied, wenn wir das hier mal so ein bisschen aufeinander packen.
Da spart man auf jeden Fall ein bisschen Platz. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon ein paar Runden damit Doom gezockt mit der Tastatur und muss sagen, also die Tasten sind wirklich hervorragend. Die haben einen super Anschlag, die machen kein Problem, herrlich. Was ich auch mittlerweile rausgefunden habe, ist, dass ihr die verschiedensten Funktionen hier über die FN-Taste einstellen könnt. Aber ich muss darauf auch erstmal sagen, dieses kompakte Format kommt natürlich nicht irgendwo her. Es sind folgende Sachen weggestrichen worden. Erstens gibt es keine große Enter-Taste, die wurde vom amerikanischen Layout übernommen. Wir haben kein numerisches Feld mehr und das brauche ich dringend für meine Hauptarbeiten. Und das dritte ist, die F1 bis F12 Tasten gibt es leider nur in Kombination mit der Taste FN. Und dann könnt ihr die Funktionstaste hier auswählen. Achso, einen kleinen Unterschied haben wir natürlich noch. Und zwar, das ist noch ein kleiner Nachteil, aber das ist auch Geschmackssache mit der Lautstärke. Wenn wir jetzt mal die Logitech hier vergleichen, das ist auch eine mechanische Tastatur. Die ist halt gefedert. Wenn wir das mit der Drevo Excalibur vergleichen, die ist halt relativ laut. Damit muss man klarkommen. Allerdings ist das für eine mechanische Tastatur auch in Ordnung. Aber es gibt richtig coole Sachen. Also das ist natürlich Spielerei, aber ich finde für den Preis von 59 Euro ist das alles durchaus in Ordnung. Zum Beispiel bei FN und Insert bzw. Einfügen. Können wir denn so eine Spielereien machen? Das ist natürlich das Perfekte für die LAN-Party. Das ist jetzt quasi der Snake-Modus. Dann haben wir hier noch solche Sachen. Ist natürlich alles so ein bisschen kitschig, aber ich finde das eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Und wie gesagt, man muss das immer im Kontext des Preises sehen. Da gibt es natürlich noch weitere. Zum Beispiel immer, wenn ihr hier eine Taste nehmt, ja, dann schlägt die im Grunde genommen aus. Und an dieser Sache seht ihr eigentlich auch schon wunderbar, wie kurz der Hub ist. Ich drücke hier nur mal ganz kurz rauf. Also man braucht die Tasten wirklich nur berühren und es folgt eine Eingabe. Und vom Prinzip her ist das wirklich eine top verarbeitete Tastatur. Also ich kann es nicht anders sagen. Die Nachteile sind natürlich da mit der numerischen Tastatur und den F12-Tasten. Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, viel kompakter wäre es dann auch nicht gegangen. Wir haben hier noch einen Haufen andere Funktionen, aber ihr könnt auch die Helligkeit hier einstellen. Also ihr könnt die auch komplett runterdimmen, wenn ihr wollt. Ihr könnt die auch komplett hochdrehen. Animationsgeschwindigkeit hochdrehen über die FN-Taste. Für das Paket finde ich die Tastatur eigentlich vom Preis her gar nicht schlecht. 59 Euro, wie gesagt, kostet das Ganze. Und wenn ihr mal was Kompaktes für eine LAN-Party braucht, was auch noch Bluetooth-Unterstützung hat und einen Akku für 20 Stunden, muss ich sagen, finde ich gut. Ich kaufe ja sonst immer nur Logitech oder so, aber das hat mich mal überzeugt. Da gibt es ganz andere Ware für 50, 60 Euro auf dem Markt, wo man dann denkt, naja, ob es das jetzt wert war. Aber die, würde ich sagen, ist es definitiv wert. Leider kann ich euch jetzt das Pairen zwischen einem Gerät und der Tastatur nicht zeigen, aber es ist auf jeden Fall Voraussetzung, dass ihr Windows 8, Android 4.4, iOS 7 und aufwärts habt und mit macOS geht das auch. Also ihr könnt das auch mit eurem Smartphone verbinden. Ich habe mittlerweile auch rausgefunden, was das Ding hier bedeutet. Und zwar könnt ihr damit die Tasten einfach lösen. Und ihr seht auch hier, da sind dann hier so ein Plastikschalter darunter und ihr könnt ihr dann einfach reinigen. Und das finde ich mal richtig nice. Und ihr könnt die dann einfach wieder raufsetzen. Ja, und das war's dann im Grunde genommen zu dem kleinen Review zur Drevo Calibur. Und ich muss sagen, Drevo hat ja mich schon mit der SSD sehr überzeugt, die sie mir mal zugeschickt haben. Und jetzt haben wir das hier. Ich glaube, da kommt ein Hersteller bald ganz groß raus. Ich bin auf jeden Fall überzeugt. Ich werde sie behalten. Macht auf jeden Fall sehr was her. Das war's dann mit diesem kleinen Ausflug zu dieser Tastatur. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Kommentar oder ein Like da. Ein kleiner Hinweis noch, ich habe im Internet gesehen, man kann doch die Tasten einzeln anpassen. Ich weiß leider nur nicht wie. Das ist ein bisschen nachteilig, weil die Anleitung bezieht sich komplett auf die englischen Tasten. Wenn ihr mir sagen könnt, was PU ist, da steht nämlich Recoding Mode, Customize the Color of the Backlight by Pressing Keys.
Ich denke mal, da sind die einzelnen Switches mit gemeint. Ich kann es aber nicht genau sagen. Okay, das war's dann wirklich. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Video. Ciao.